Bitte was? Ich schaue mich hier in diesem Raum mal noch ganz genau um, weil ich nicht weitergehen möchte. Die Küche! Hier dürfen die Kinder nicht spielen. Zumindest laut der einen Notiz. Dann mach hinter dir zu! Mach zu jetzt! So hart hinter mir zu. Cool! Das heißt, wir sind hier jetzt erstmal sicher, hoffentlich. My beloved Harold died yesterday. Also Harold ist gestern gestorben. War Harold der Besitzer? Der Besitzer von allem hier? Wer hat da geschrien? Ich weiß es nicht. Warum brennt hier der Kamin? Warum brennt hier der Kamin? Ich trau diesem Haus null über den Weg. Ich trau diesem Haus null. Hier können wir lang. Hier können wir offensichtlich nicht lang. Können wir versuchen, die Bretter zu bewegen? Nein. Hier ist noch ein Kamin. Da wollte jemand ganz sicher gehen. Mhm. Und die Musik. Warum die Musik? Was passiert denn jetzt? Nicht, oh nein, 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 nein. Ich gehe zuerst da hinten lang. Ich gehe nicht da lang. Denk dran, dass du dich verstecken kannst in Schränken. Wieso kann ich hier auch lang? Gibt es denn hier einen Schrank? Gibt es hier irgendwas, wo ich mich verstecken könnte? Das Feuer. Du musst ins Feuer gehen. Ich soll mich hier jetzt drin verstecken. Wie bei Harry Potter. Klar, sicher. Winkelgasse! So, da könnten wir lang. Hier ist noch eine Treppe. Das ist cool. Das heißt, wir können oben noch zu irgendwo hin, wo wir noch nicht hin konnten. Kann es vielleicht sogar sein, ich gehe nur ganz kurz gucken, kann es sein, dass das die eine Stelle ist? Nein, hier kommt man nicht weiter. Nein, alles klar. Die Idee war gut, dass wir hier irgendwie in das oberste Stockwerk kommen, aber die Treppe hier ist einfach nicht mehr da. Okay, hier bringt uns, das alles bringt uns hier leider nicht so richtig weiter. Das heißt, wir versuchen mal durch diese Tür noch zu gehen. Oh! Ihr heißt wirklich Peter! Was? Ihr heißt wirklich Peter! Niemals! Ich kack ab! Wer hat Peter vorgeschlagen? Wer war das? Wer von euch? Wer hat Peter vorgeschlagen? Wer ist wütend auf uns? Die Warnung, im Esszimmer bin ich einem kleinen Mädchen. Was, ein Mädchen? Zumindest sah sie aus wie eins. Wir können hier lang. Aber Leute, immer... Oh, ist das hier der Utility-Raum? Oh nein, natürlich gibt's ein Klavier. Warum sollte ich jetzt auf dem Klavier spielen wollen? Versuch's mal. Versuch's mal. Vielleicht, ich meine, wir haben Amnesie. Aber wir erinnern uns trotzdem anscheinend an den Song. Wie schön. Hör nur, ich das Klatzen und Atmen? Dass sich in einer anderen Welt die Tür öffnet. Was? In einer anderen Welt öffnet sich die Tür. Wie spüren wir das denn? Auf dem Saturn hat sich was geöffnet. Wie spüren wir das denn? Lena, was bist du denn, meine Sweetie? Vielen, vielen Dank für dein Prime. Was bist du denn? Dankeschön. Such a short time. Ihr Glück war nicht vor langer Dauer. Gestern ist mein geliebter Harold gestorben. Also wir wissen ja, wir heißen Peter, weil uns der Chat so genannt hat, ja auch, aber weil uns das Kind so angesprochen hat. Ja. So, liebes Tagebuch. Vorgestern kam Harold von seiner langen Reise zurück. Ich habe ihn unglaublich vermisst. Auch unsere Kinder sind überglücklich, dass er wieder da ist. Endlich ist die ganze Familie wieder vereint. Gestern haben wir den ganzen Tag mit der Familie verbracht und Harold hat von seinen Abenteuern erzählt. Er hat so viele Geschenke mitgebracht. Die Kinder sind begeistert von den Puppen und den Spielsachen, die ihr Vater ihnen geschenkt hat. Harold fühlte sich nach der langen Reise nicht allzu wohl. Er muss wohl ziemlich erschöpft gewesen sein. Ich werde ihm gleich ein heißes Bad einlassen. Und dann, 17. August, und dann ist ja das passiert. Gestern ist mein geliebter Harold gestorben. Am 21. August. Nee, also gestern. Also ist er drei Tage...
3 Tage, nachdem er nach Hause zurückkam, gestorben. Stimmt. Und 10 Tage, nachdem er gestorben ist, am 31., haben wir ja diese Notiz gefunden mit es geht nicht mehr, alle haben gekündigt, aber ich kann nicht, weil ich habe was gemacht, worauf ich nicht stolz bin und deswegen kann ich jetzt nicht weglaufen. Stimmt, das war 10 Tage später. Also eventuell hat jemand Harold ermordet und der Dude hat uns mit dieser Schere das in die Tür gerammt, diese Notiz von sich. Das kann sein. Ich mag auch tatsächlich die Interpretation von Kira hier gerade, dass laut was? Laut Shadow Hunter, es vertreiben manche Klavierstücke Dämonen. Cool. Das fände ich auch ziemlich cool, wenn das eine Anspielung darauf wäre. Weil dann hätten wir jetzt praktisch schon gewonnen. Das war der Gärtner, ist doch klar. Am Ende waren wir es. Wirklich, jetzt so Amnesie, wir haben wieder vergessen, dass wir es waren. Das wäre ein Plot-Twist, den fände ich voraussehbar. Dann wäre es exakt so wie bei Amnesia eigentlich. Nee, bei Amnesia habe ich das Ende nicht verstanden. Keins davon. Bei Amnesia, die Story war zu verzwickt. Wieso jetzt ein langer Gang? So ein Badezimmer, so ein schönes Badezimmer, das hätte ich jetzt gefeiert. Wir hatten oben 4 Klos nacheinander. Jetzt komm mir nicht mit Badezimmer. Du hattest deine Chance. Warum speichert das Spiel? Ajemene. Alter Leute, sobald wir hier den ersten Gegner treffen, wird die Hölle. Ich glaube, das wird richtig, richtig unangenehm. Das wird so chaotisch. Vor allem, wir haben bis jetzt noch nicht diese Tatsache gebraucht, dass wir uns in Schränken verstecken können. Ja, deswegen, das wird richtig unangenehm. Wir können es. Der dritte Kamin, das ist echt so, die Leute, die haben hier echt, die haben hier echt Geld im Überfluss gehabt. Oh! Bitte was? Shit! Was? Verstecken Sie sich an einem Schrank, bitte! Ja, komm, mach doch! Nicht deine Depo! Du sollst dich im Schrank verstecken! Hat keiner gesehen! Hey! Woher soll ich denn wissen, wo da der Schrank ist? Das war der erste Gegner! Und dann liest er in seinem Tagebuch, weil er gerade ja nichts Besseres zu tun hat! Alter! Ich kack ab! Wow, scheiße! Erstmal im Tagebuch! Ja, was ist das denn? Oh, Bruder, muss los! Das Dienstmädchen, genau Kira, das war's. Da stand ein Kind und zeigt auf den Schrank. Ich hab das auch gesehen. Ganz ehrlich, wir werden zu diesem Kind gehen und wir werden ihm mal richtig schön die Leviten lesen. Das Kind hat auf den Schrank gezeigt. Ja. Da hast du recht, Mana und Ghost Force, da habt ihr recht. Das Kind wollte uns helfen. Oh. Okay, jetzt auf geht's. Was ist das auch? Ah, da ist die Kleine wieder. Jetzt, okay, versuchen wir's. Verstecken wir uns? Aber das bringt... Oh Gott, als ob das was bringt! Ich gehe nicht raus. Solange wir das Teil hören, ich gehe nicht raus. Kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Ich wurde von einer großen, furchterregenden Frau verfolgt. Ganz sicher wollte sie uns töten. Yo. Die ist verdammt gruselig, da hast du gut recht. Ja. Yeah. Wir gehen mal wieder raus. Und jetzt so, hallo. Das wäre so safe. Hat sie voll gewartet, Alter. Ach, wir sind jetzt wieder hier. Ja, wir cool. Sind hier, wo wir nicht lang wollten. Und ganz ehrlich, jetzt will ich auch nicht mehr da lang. Jetzt, wo ich das weiß, Stark. Ganz ehrlich, das da unten, da gehen wir nie wieder lang. Wir haben nämlich gesehen, als letztes ist der Geist nach links wieder. Das heißt, wenn wir jetzt nach rechts gehen, sollten wir safe sein.